Hallo meine Lieben, 912 Abonnenten. Heute gibt es mal wieder ein bisschen anderes Video oder ein etwas anderes Video. Und zwar geht es heute zum Messegelände. Da ist heute die Max-Ausstellung für Manga und Entertainment. Der Veranstalter ist ein Kumpel von uns, der Jonas. Und ist ja quasi schon unsere Pflicht, da mal vorbeizuschauen. Und zu gucken, was er denn da so macht. Wofür er sich arrangiert. Und der René, unser Yondu 88, der hat da sein Superman-Motorrad ausgestellt. So, meine lieben Zuschauer, ich glaube, wir sind da. 25. Venus. Ach nee, warte mal, irgendwie haben wir hier. Irgendwas haben wir hier, glaube ich, missverstanden. Ich glaube, wir sind hier falsch. Oder wollen wir wieder sagen, wir sind die Stripper? So, meine lieben Freunde, wir haben jetzt doch den richtigen Eingang gefunden. Muss ich aufpassen, dass ich hier nicht als kleine fette Pikachu die Treppe runterfall. So, hier ist unser Jonas, der Veranstalter von der ganzen Sache hier. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da bin. Golli stellt nur kurz sein Motorrad um, weil da lief das Ordnungsamt rum. Ich bin so aufgeregt. Das ist total geil hier. Richtig viele, ja... Wie nennt man die? Na, ihr werdet schon wissen, was... Hallo! Oh, Mangoli! Also Leute, wie ihr seht, bin ich hier nicht die Hauptattraktion. Die sehen alle irgendwie verkleidet aus. Aber die wollen hier auch teilweise einziehen, oder? Weil die haben alle einen Koffer dabei. Naja, wir können auch hier vor Ort umkleiden. So, also das ist hier einer der Veranstalter, unser Jonas. Den habt ihr bestimmt in ein oder anderen Video von mir schon gesehen. Sag mal, Jonas, was hast du genau hier damit zu tun? Ich bin der Veranstalter, das ist dieses Mal mein erstes Jahr. Ich bin insgesamt seit 2013 dabei, zuerst als Bühnentechniker und jetzt seit diesem Jahr als Veranstalter. Und wir machen das hier einmal im Jahr und inzwischen hier auf dem Messegelände, früher im Fontanehaus im Märkischen Viertel. Und wir haben inzwischen eine Größe erreicht, drei Messehallen mit ungefähr 15.000 Besuchern auf einem Wochenende. Wow. Cool, danke Jonas und danke, dass wir hier zu dir kommen durften. Dann werden wir uns hier mal umschauen und uns die ganzen Figuren mal angucken. Also meine Lieben, ich kenne mich mit sowas eigentlich überhaupt gar nicht aus. Das ist komplett Neuland für mich. Wir haben insgesamt knapp 200 Händler hier. 200, wie viele Quadratmeter sind das hier heute? Wie viele Quadratmeter? Müsste ich tatsächlich nachschlagen, an mehrere tausend. Oh, krass. Oh, guck mal, Jonas, das ist ja mein Ding. Guck mal hier. Lauter kleine Pikachus. Geil. Oh, ich hoffe, meine Kamera fängt das hier gut ein. Geil. Guck mal, ich habe ein großes gefunden. Juhu. Soll ich mich mal damit zusetzen? Zwei kleine und eine große. Was wird da vorgestellt? Es gibt eine Community-Bühne. wo zum Beispiel so Flüsse und Spiele gespielt werden. Guckt mal, Leute! Von unserem René, das Motorrad. Hier hat er also seine Ecke. Hier, guckt euch mal die Autos an. Ist ja Wahnsinn. Und auf den Autos haben die Leute das selber da drauf gemacht? Unser Logo ist auch drauf. Wir sind auch hier vertreten. Ist ja geil. Cool gemacht, ey. Das sind dann aber auch so richtige Fans, ne? Ja. Von allen möglichen oder nur von denen? Von so den bekanntesten Sachen. Hm. Oh, guck mal, Pikachu! Also alles vorhanden, was man so braucht. Ein Gamefilm, wo man an Konsolen daddeln kann. Es gibt einen Karaoke-Raum, es gibt Workshops. Ah. Guck mal, da ist auch eine Bühne, ne? Das ist unsere Mainstage, das will ich dir zumindest einmal kurz gezeigt haben. Ja. 120 Quadratmeter. Boah. Und der Technik wert von 2 Millionen Euro unter der Decke. Alter. Hier treten also Theatergruppen auf.
die also zum Beispiel berühmte Spiele oder ähnliches in Form von Theaterstücken aufführen. Ja. Gestern Abend hatten wir ein großes Konzert mit unseren koreanischen Stargästen. Die haben ja eines von 5 Europakonzerten gegeben. Wahnsinn. Hier kriege ich ungefähr 1600 Leute rein. Ja, kann sein, liebe Zuschauer, dass ihr hier nicht mehr so viel sehen werdet, weil es dunkel ist. Ich weiß nicht, inwiefern meine Kamera hier noch mitmacht. Aber ich gehe noch mal ein Stückchen nach vorne mit euch, um euch mal zu zeigen, was die da vorne machen. Und alles, was du hier siehst, ist heute um Mitternacht hier wieder raus. Da ist die Halle Besen rein. Krass. Aber heute ist Sonntag, heute ist der letzte Tag, ne? Da kannst du aber auch auf deine Mitarbeiter stolz sein, oder? Alle, die hier so mitwirken. Ja, knapp 150 Personen. Krass. Jonas, wie fühlt man sich, wenn man so weit auf die Beine gestellt hat? Sehr, sehr müde in erster Linie, oh. Aber auch verdammt stolz. Das kann ich mir vorstellen, das ist echt Wahnsinn, wirklich. Das ist eine Teamleistung. Ja. Das ist eine absolute Teamleistung. Ein gutes Team steht immer dahinter, genau. Damit man so weit auf die Beine stellen kann. Na, natürlich. Ja, genau. Ich bin immer mit Motorrad unterwegs. Das sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Dankeschön. Wünsche ich auch. Ciao. Geil. Da hätte ich ja quasi meine ganzen Kostüme hier auch ausstellen können. Sehr gerne. Ah, guck mal. René. Unser René. Ja. Hola. Na, ich muss unbedingt ein Bild haben mit deinem Motorrad, dass ich da drauf sitze. Kannst du mit der Kamera ein Foto machen von mir? Nee. Bitte einmal nur noch. Da geht die Kamera kaputt. Arschloch. Weil ich so fett bin? Komm ich da rauf? So, jetzt habe ich auch mal ein Foto mit René seiner Karre. Jetzt muss ich mir mal den Außenbereich angucken, damit ich ihn rochen kann. Ja? Guck mal hier, wie Schaufensterpuppen. Geil. Guck mal, Michael Jackson ist auch hier. So Leute, das ist hier der Außenbereich. Und erklär noch mal, was ist das für ein Garten hier? Ein japanischer Garten, der gehört fix zum Messegelände. Der ist immer da und wir benutzen den, also um unseren Besuchern Möglichkeiten zu bieten für Fotos, ein paar schöne Ecken, wo sie mit ihren Kostümen posieren können. Oh, geil. Wollen wir da mal kurz hingehen? Guck mal, was sich hier alles so rumtummelt. Da wird dann für Fotos posiert. Wie die sich alle in Schale geschmissen haben hier. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Jonas, du musst hier mal ein Foto von mir machen auf der Brücke. Warte. Und keiner sieht einfach genauso aus wie der andere. Alle sind irgendwie unterschiedlich. Ja, wobei man erkennt schon die Trends. Also wenn gerade irgendeine Serie besonders angesagt ist, dann merkt man schon, dass es dann davon dann besonders viele Kostüme gibt. Was ist gerade der Trend, weißt du das? Unter anderem Demon Slayer. Das ist ein Anime aus dem Fantasy-Bereich, wo es halt um Dämonen geht, die gejagt werden müssen. Und das ist zum Beispiel im Moment besonders angesagt. Das blende ich euch nochmal ein. Gut, dass es heute nicht so kalt ist. Schlecht für mich, ich habe richtig viel an. Also hier falle ich wirklich überhaupt nicht auf. Ich bin hier nichts Besonderes. Oh, guck mal da. Komm, den besuchen wir mal, komm. Jonas, du musst ein Foto machen.
Geil, danke dir. Cool. Vielen Dank, viel Spaß noch. Bis zum Beispiel die Prinzessin Daisy, die Mario immer retten muss. Von Mario Kart? Ja, oder in den Super Mario Spielen, ne? Das ist die Daisy, die Prinzessin, die immer entführt wird. Ach. Die Arme, ey, die steht ja unter Dauerschock. Jawohl, da ist es. Könnt ihr mal ein Foto machen kurz? Ich hab mir gefunden. Geil, danke. Geil. Viel Spaß euch noch. Oh, ihr seht ja gruselig aus. Gegen Sprechen gescheitert. Ich hab mein Pikachu gefunden. Geil. Noch ein Pikachu. Ist ja geil hier, ey. Alter, ist das voll. Ich ärgere mich, dass ich so viel angezogen habe. Jetzt suche ich mir nochmal meinen Motogolli und meinen René. Ja, wie ihr seht, steckt hier richtig viel Mühe hinter all diesen Kostümen. Die werden sicherlich monatelang daran gesessen haben und sich wahnsinnig Gedanken gemacht haben, wie sie das am besten gestalten, wenn ich überlege, wie lange ich immer für meine Kostüme brauche. Und hier steckt wirklich viel Arbeit hinter. Also hier passe ich ja richtig gut drin. Hier habe ich also auch gerade noch gefehlt. Ich werde jetzt auch noch ein paar Fotos machen von den coolsten Kostümen hier. Hola! Hallo! Ich habe gerade schon ein Foto mit Pikachu gemacht. Habt ihr schon wieder Visitenkarten verteilt? Ach, ihr fahrt auch Motorrad. Geil. Na dann, viel Spaß euch, ja? Aber machen ja erstaunlich viele Leute Fotos, war von deinem Motorrad. Richtig geil, ey. Magst du mal ganz kurz deinen Helm aufsetzen? Natürlich. Ja klar. Wie er sich freut, ist so süß. Na klar. Viel Spaß noch. Dankeschön. Klaus für die Kundschaft. Oh, soll ich mich woanders hinstellen? Oh, nee, wirklich. Geil. Sieht geil aus, oder? Hammer, ey. Warte mal. Sekunde. Sie sucht nur Info. Ich hab's. Ja, ich hab's. Hier. Von alle Pikachus hier. Warte. Hast du? Naja, geht ja nicht anders. So, meine Lieben,
Ich versuche jetzt hier irgendwie wieder rauszukommen. Ich war jetzt hier eine ganze Weile unterwegs mit Renéchen, mit Golli. Jonas hat mich richtig gut rumgeführt hier. Aber jetzt reicht es für mich. Ich habe richtig viel gesehen. Ich wusste zwar, dass es soweit alles irgendwie gibt, aber gesehen, so in diesem Ausmaß habe ich es halt noch nicht. Und hier ist ja wirklich alles vertreten. Ich werde so den Fahrtwind genießen auf dem Motorrad. Ja, Jonas, ich würde mich ja total gerne von dir noch verabschieden. Aber ich glaube nicht, dass ich dich hier irgendwo finden werde. Deswegen grüße ich dich hier an dieser Stelle nochmal ganz lieb und danke dir für die Möglichkeit, das hier mal alles so ein bisschen, ja, zu filmen und aufzunehmen für mich. War auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung. Und mal gucken, vielleicht komme ich ja nächstes Jahr hier auch nochmal her. Oh, da ist der Ausgang. Ist mir warm. So. Ja, meine Lieben. Ich denke mal, das wird es mit meinem Video jetzt auch gewesen sein. Und ich will jetzt einfach nur ein bisschen Fahrtwind genießen. Gut, also wenn euch mein Video gefallen hat, hat es euch gefallen. Wenn nicht, dann nicht.